Frau Derek, Inspektor Klein. Kann ich Herrn Derek sprechen? Ja, der ist im Moment nicht da. Worum geht es denn? Ich muss ihn sprechen. Bitte. Es ist sehr wichtig. Wie ist denn Ihr Name? Anna Kerwin. Nein, nein, Moment, den Namen wird er nicht kennen. Sagen Sie ihm Dr. Anna Kroll. Es ist jetzt 5 Jahre her. Kroll? Vielleicht ist Ihnen der Name noch in Erinnerung. Mordversuch. Verübt von meinem damaligen Mann, Dr. Kroll. Ja, ich erinnere mich. Ihr Mann wurde doch in eine psychiatrische Klinik angeliefert. Ja. Ja. Er wird entlassen. Wie sind Sie denn zu erreichen? Geben Sie mir mal Ihre Telefonnummer. Herr Derek wird Sie dann zurückrufen. Was sagt der Derek? Er ist nicht da. Er wird zurückrufen. Du machst dir zu viel Sorgen. Er wird entlassen, weil er gesund ist. Und dass er gesund ist, ist festgestellt worden. Von guten Ärzten. Kein Grund, Angst zu haben. Ich habe sie aber. Ach, Dr. Kroll, Wissenschaftler, Biochemiker, hat seine Frau fast erwürgt, wurde dann wegen erwiesener Unzurechnungsfähigkeit in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, diagnostizierte Schizophrenie, das ist richtig, nicht? Mhm. Der wird jetzt entlassen? Ja, ich glaube, das macht dir große Sorge. Geheilt? Na. Warte mal, wie lange ist es her? 5 Jahre. Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Es handelt sich hier um Schizophrenie, nicht um irgendeinen Schnupfen, den man sich einfängt und dann wieder los ist. Sie hat Angst, was? Ja, es hörte sich so an. Ich habe eine Menge zu tun. Hier sind 2 Telefonnummern, eine davon sollst du anrufen. Anrufen. Hat Ihnen Herr Klein gesagt, worum es sich handelt? Ja, Ihr Mann. Ihr geschiedener Mann, ist das richtig? Ja. Ich habe mich ein halbes Jahr später scheiden lassen. Und bin jetzt wieder verheiratet. Und Ihr geschiedener Mann wird jetzt entlassen. Ist er schon entlassen? Nein, noch nicht. Sagen Sie mal, von wem haben Sie eigentlich erfahren, dass er entlassen wird? Er selbst. Er selbst hat darauf bestanden, dass ich verständigt werde. Und das ist es, was mich so beunruhigt. Ach, hier bin ich. Guten Tag, Frau Doktor. Kerwin. Ja, ja, ich weiß, natürlich. Der Name steht ja in den Akten. Das ist der Mann, mit dem Sie damals befreundet waren. Kaffee? Ja, bitte. Espresso? Ja. Ja, groß und klein? Klein. Klein, gut. Klein Espresso, bitte. Glauben Sie, dass mein geschiedener Mann, Dr. Kroll, wieder gesund ist, normal ist? Gibt es so etwas? Tja, zu glauben, sowas sollte man eigentlich wissen. Richtig. Er war ja damals sehr krank. Aus dem Grunde wurde keine Anklage erhoben. Die Antragsschrift des Staatsanwaltes bewirkte seine endgültige Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus. Ja, ich kenne mich da natürlich nicht genau aus. Das Beste wäre, ich spreche mal mit dem Leiter der Anstalt. Danke. Habe ich Sie richtig verstanden? Mordkommission? Ja, Herr Professor, ich hatte vor 5 Jahren mit dem Fall Kroll zu tun, mit seiner damaligen Frau. Die hat mich davon verständigt, dass Dr. Kroll entlassen wird. Ja, ja, das ist richtig. Ja, Frau Dr. Kerwin, so heißt sie nämlich heute, sie ist darüber sehr besorgt und Herr Professor, offen gestanden, so sage ich auch. Besorgt? Ja, denn ich kann, bitte nehmen Sie mir nicht übel, Herr Professor, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Sie da einen gesunden Menschen entlassen.
Na, hören Sie mal, wir entlassen Dr. Kroll, weil wir davon überzeugt sind, dass er wieder völlig gesund ist. Allerdings ist sein Fall, und da gebe ich Ihnen recht, sehr bemerkenswert. Aber dass er wieder völlig gesund ist, das habe nicht nur ich festgestellt, sondern eine ganze Gruppe von Ärzten. Und nicht nur über eine kurze Zeitdauer, sondern alle Untersuchungen und Tests haben sich über 2 Jahre erstreckt. Ich bitte Sie wirklich um Entschuldigung, Herr Professor, aber aus mir spricht halt die... Sie haben sicher Verständnis dafür, die Skepsis eines Laien. Also, er ist gesund. Ja, so gesund wie Sie und ich. Nur der Unterschied ist, er ist intelligenter als Sie und ich. Und seine frühere Frau hat Angst? Ja, drücken wir es mal so aus, denn Dr. Kroll hat sie davon verständigt, dass er entlassen wird. So, hat er. Dr. Kraus, kommen Sie mal rüber. Herr Professor? Das ist Herr Derrick von der Mordkommission. Er leitete damals die Untersuchung im Mordfall Kroll. Bitte sagen Sie mir, wer hat der Frau erzählt, dass ihr Mann, also ihr früherer Mann, entlassen wird? Die Frau hat Angst. Ich war das. Auf ausdrücklichen Wunsch von Dr. Kroll. Außerdem entspricht das der Gepflogenheit. Na ja, aber er hat in all den Jahren seine Frau niemals erwähnt. Jedenfalls nicht von sich aus. Ja, das ist richtig. Sie sind deswegen hier, wegen der Angst dieser Dame? Ja, deswegen. Was machen wir denn da? Kommen Sie mit. Sprechen Sie selbst mit Dr. Kroll. Überzeugen Sie sich davon, dass er normal ist. Was immer Sie unter normal verstehen. Normal heißt ja nur, was man dafür hält. Überfordern Sie Herrn Derrick nicht. Nein, bloß nicht. Aber das habe ich gerade noch mitgekriegt. Guten Tag, Dr. Kroll. Guten Tag, Doktor. Guten Tag, Herr Derrick. Guten Tag, Dr. Kroll. Er hat damals die Untersuchung gegen mich geleitet. In einer sehr korrekten Weise. Er war in allem sehr fair. Es war damals wirklich ein Vergnügen, mich mit Ihnen zu unterhalten. Wenn ich mal den Anlass selbst beiseite lassen darf. Der traurig genug war. Herr Derrick möchte sich jetzt ein bisschen mit Ihnen unterhalten. Ich lasse Sie allein. Ja, natürlich. Warum sind Sie hier? Ihre geschiedene Frau hat mich angerufen. Sie hat mich gebeten, dass ich... Nun sagen wir so, sie ist beunruhigt. Was ich absolut verstehe. Ich habe sie ja beinahe umgebracht. Sie hat Todesangst ausgestanden. So etwas bleibt in der Erinnerung. Sie sollen sich von mir einen Eindruck verschaffen. Haben Sie ihn schon? Ist er so, dass Sie meine Frau beruhigen können? Entschuldigen Sie, ich möchte Sie nicht drängen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Oder besser machen Sie meiner Frau diesen Vorschlag. Ich suche sie gerne auf, spreche mit ihr und ich bin sicher, dass ich ihr ihre Angst nehmen kann. Woran mir sehr viel liegt. Nein! Ich will ihn nicht sehen. Unter keinen Umständen. Sie müssen ihm das ausreden. Ich verstehe dich ja. Ich selbst bin dagegen. Wie sagt er, was wollte er? Ihre Frau die Angst nehmen. Er weiß also genau, dass sie Angst hat? Ja, das weiß er genau. Er hält es für völlig normal. Na gut. Dann kann man irgendwie absagen. Man kann es ihm sagen, nicht interessiert und dann wird jeder seine eigenen Wege gehen. Also so sehe ich das. Und ich sage dir, er kommt hierher. Er ist nicht normal. Was für einen Eindruck hatten Sie von ihm? Nun, er war sehr ruhig, er war sehr ernst, er war äußerst liebenswürdig. Ja, er war aufmerksam und konzentriert.
So beschreibt noch kein Menschen, der verrückt ist. Sag mal, stimmt das, was ich gehört habe? Kroll soll entlassen werden? Ach, sind Sie nicht der Mann von der Kripo, der damals die Untersuchung geleitet hat? Guten Tag. Guten Tag, ich kann mich erinnern. Ja, warum sind Sie hier? Hat sich schon was ereignet? Es hat sich nichts ereignet. Anna hat gesagt, dass sie Angst hat. Und dann hat sie Herrn Derrick angerufen und Herr Derrick hat Kroll aufgesucht. Kroll aufgesucht? Wozu? Egal, was Sie sagen, der Kerl ist verrückt und bleibt es. Herr Derrick sagt, er hat sich ganz normal benommen. Na, dann hat er euch was vorgespielt. Herr Derrick, haben Sie schon mal über Schizophrenie nachgelesen? Ja. Ja, ich habe darüber nachgelesen vor 5 Jahren, als es nicht zum Prozess kam. Ich musste darüber nachlesen, über die verschiedenen Formen von Schizophrenie. Ich habe nicht allzu viel verstanden, aber es ist ja auch sehr kompliziert, nicht? Es ist eine komplizierte Krankheit. Wer war denn der andere? Der Bruder von Karl Kerwin. Hast du die Akten da? Ja, hier. Hast du sie gelesen? Ja. Lass uns mal durchgehen, was damals passiert ist. Also zunächst mal das, was den Dr. Kroll betrifft. Er ist Chemiker, dem alle Fachleute eine glänzende Karriere prophezeien. Jemand sagt sogar, ein künftiger Nobelpreisträger. Und er war verheiratet mit einer Kollegin, Frau Dr. Moment mal, lesen Sie früher. Frau Dr. Anna Vogt, ebenfalls eine hochbegabte Chemikerin. Also wenn man es so sieht, eigentlich das ideale Paar, nicht? Mhm. Bis Frau Dr. Kroll, naja, sie betrug ihren Mann, das kann man doch so sagen. Ja, kann man sagen, wenn man die Sache vereinfacht. Es könnte natürlich auch sein, dass Dr. Kroll sie beruflich überfordert hat. Sie war mit ihrem Leben unzufrieden, sie fand sich nicht mehr zurecht. Sie hat einen Trost gesucht bei einem Mann, der eben keine so hohen Anforderungen stellte, ne? Ja, ich gebe zu, dass ich bis heute nicht darüber nachgedacht habe. Also ich meine, jedenfalls dieser Dr. Kroll wollte seine Frau umbringen. Und eigentlich ist es nur einem Zufall zu verdanken, dass sie noch am Leben ist. Ja, ja. Das Foto kenne ich, hat uns die Versicherung geschickt. Was ist denn das? Ne? Was trägt sie da? Eine Halskorsett? Ein Halskorsett oder sowas? Sie hat es 1 Jahr lang getragen, sie hat sogar damit geheiratet. Einen Buchhändler, der selbst 2 bis 3 Bücher geschrieben hat, die sein Bruder verlegt hat, Erich Kerwin, er ist Verleger. Weißt du, es kommt doch jetzt nur darauf an, wir haben es nur damit zu tun. Wird Dr. Kroll seinen Anschlag wiederholen oder tut es nicht, eben weil er geistig wieder vollkommen gesund ist? Ist es? Tja, das ist der springende Punkt. Ich habe mit ihm gesprochen, er sprach nie von seiner geschiedenen Frau. Auch nur von seiner Frau. Sagte nicht meine geschiedene Frau, meine ehemalige Frau, Frau Dr. Kerwin oder sowas, nein. Sagte meine Frau, er ignoriert Tatsachen und das passt ins Krankheitsbild. Ich sage nicht, dass das gravierende Symptome sind, aber es passt. Ah, guten Morgen, Herr Derrick. Guten Morgen, Herr Professor. Ich habe nur eine Frage. Wann wird Dr. Kroll entlassen? Dr. Kroll? In diesem Moment. Wissen Sie, wo man ihn erreichen kann? Warum fragen Sie das? Wollen Sie Dr. Kroll etwa polizeilich überwachen? Das ist unzulässig. Nein, ich frage nur, wo er zu erreichen ist, wo er wohnt. Er muss ja schließlich irgendwo bleiben. Dr. Kraus, sein persönlicher Arzt, hat ihm seine Wohnung angeboten. Ja, er hat ihn fast 5 Jahre lang behandelt. Er kennt Dr. Kroll besser als jeder andere. Ja, er will ihm helfen, zur Seite stehen. Und das dürfte ja wohl auch ein Grund sein, Ihnen Ihre Bedenken, falls Sie immer noch welche haben sollten, zu nehmen. Wie fühlen Sie sich, Dr. Kroll? Sehr gut. Erleichtert. Ich fühle mich wie jemand, der sich nun den wesentlichen Dingen zuwenden kann.
Hier wohne ich. Kommen Sie. Frau Schledorf, der gute Geist des Hauses, Sie ist schon 15 Jahre bei mir. Danke, Herr Doktor. Und das ist Dr. Kroll, Frau Schledorf. Er wird eine Weile bei mir bleiben. Guten Tag, Herr Dr. Kroll. Geben Sie mir Ihren Mantel? Tja, das Haus ist nicht sehr groß, aber... Dankeschön. Es hat Platz genug. Sie werden sich hier wohlfühlen. Kommen Sie. Von hier aus hat man es auch nicht weit in die Stadt. Und zur nächsten S-Bahn-Station sind es höchstens 5-6 Minuten zu Fuß. Kommen Sie. Ich zeige Ihnen, wo Sie arbeiten. So. Das Zimmer steht ganz zu Ihrer Verfügung. Das Gepäck ist bereits da, Schreibtisch räume ich noch leer. Ich will Sie nicht verdrängen. Woran arbeiten Sie? Woran ich arbeite? Woran ich versuche zu arbeiten? Tja, ein Buch mit dem Titel... Es ist nicht der Titel, es ist das Thema. Der Mensch und seine Möglichkeiten. Wir haben ja oft genug darüber gesprochen. Ich versuche noch immer, diesen Stoff zu ordnen. Es fehlt mir einfach noch das Konzept. Es verlangt einfach nach einem anderen Zugriff. Aber Sie haben mir ja versprochen, mir zu helfen. Ich helfe Ihnen gern. Diese Bilder da... Die sind aus der Klinik. Haben mir Patienten geschenkt. Das ist ja ein Teil unserer Therapie. Sehr eindrucksvoll. Ja, dann werde ich mal sehen, was Frau Schledorf anzubieten hat. Herr Dr. Kroll, Sie sind hier zu Hause. Ich bin Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Was willst du? Ich wohne für die ersten Tage oder Wochen bei meinem Arzt. Ich habe gehört, dass du Angst hast. Du hast dafür keinen Grund, nicht den geringsten. Mehr wollte ich dir nicht sagen, nur das. Und dass es mir gut tut, deine Stimme zu hören. Haben Sie telefoniert? Ja. Mit Ihrer Frau? Ja, mit meiner Frau. War sie erschrocken? Das war sie. Ich habe es ihrer Stimme angehört. Nein. Ich bin ja gar nicht so sicher, dass du recht hast. Ja, Kevin. Ich bin es, Anna. Er hat angerufen. Er hat angerufen. Im Labor. Kennt offenbar die Nummer. Was wollt ihr? Es war ein ganz kurzes Gespräch. Er hätte gehört, dass ich vor ihm Angst habe. Diese Angst sei unbegründet. Anna, ich bin's, Erich. Hör zu, der Mann macht dir was vor. Heute will er mit dir telefonieren, morgen will er dich sehen. Ich gebe dir einen guten Rat. Mach ihm klar, ein für alle Mal, dass du nichts mehr mit ihm zu tun haben willst. Anna, denk an deinen Hals.
Kerl. Fallt auf den Mann nicht rein. Der versucht etwas. Ruf den Polizisten an. Nein, besser, ich mache das. Ich rede mit ihm. Machen Sie jetzt keinen Fehler. Lassen Sie die Sache nicht auf sich beruhen. Sie können natürlich sagen, das geht mich alles nichts an, es ist nichts passiert. Aber es ist noch nichts passiert, noch nichts. Ich bleibe dabei. Dieser Mann ist nicht gesund, das gibt es nicht bei dieser Krankheit. Dr. Kroll wohnt bei seinem Arzt, Herr Kerwin, der ihn in der Anstalt 5 Jahre lang behandelt hat. Dieser Arzt, Herr Dr. Kraus, der kümmert sich um Dr. Kroll, er betreut ihn, er berät ihn. Und dieser Mann, Herr Kerwin, der sagt, dass Dr. Kroll gesund ist. Ach, und warum ruft er seine Frau an? Dass sie wieder verheiratet ist, nimmt er gar nicht zur Kenntnis. Ich sage Ihnen, dieser Mann ist wie besessen. Das läuft auf Mord zu. Oder interessieren Sie Morde erst, wenn sie geschehen sind? Laufe auf Mord zu. Das ist doch unsinnig. Da geht doch die Fantasie mit ihm durch. Oder denkst du anders drüber? Harry, du weißt, warum Dr. Kroll damals seine Frau töten wollte. Ja, man ist doch eindeutig, weil sie ihn betrogen hat. Ja. Aber da spielte noch etwas anderes eine Rolle. Schau mal, sie war ebenfalls hochbegabt. Und man sagte ihr auch eine glänzende Karriere voraus. Ja, und? Der Grund, warum Dr. Kroll damals spontan in einem Anfall von irrsinniger Wut sie ermorden wollte, das war nicht nur, weil sie ihn betrogen hat, sondern weil sie... Ja, Moment, wie drückt er sich aus? Weil sie ihre Begabung verraten hat, weil sie alle ihre Möglichkeiten aufgegeben hat als hochbegabter Mensch und sich stattdessen an ein unerträglich romantisches Gefühl weggeworfen habe, an einen Mann, dessen Intelligenzquotient nicht einmal erwähnenswert ist. Das habe ich gerade überlesen. Das ist eine Aussage von dem Kroll. Ja, sie mir gegenüber gemacht, bei der ersten Vernehmung. Und ich frage mich jetzt natürlich, was davon steckt immer noch in seinem Kopf. Es ist schwierig, wieder hineinzufinden. Ja, ja. Verstehe das. Haben Sie schon Verbindung aufgenommen zu früheren Mitarbeitern, Universitäten, Instituten? Ich habe das alles in Vorbereitung. Das ist sehr gut. Frau Schledorf verhält sich richtig, stört Sie nicht? Nein, nein. Das stört mich nicht. Haben Sie Ihre Frau nochmal angerufen? Sie wollte mich nicht sprechen. Anna. Er ist da. Da drüben steht er. Fahr bitte. Ja, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Vielleicht sollten wir mit ihm sprechen. Nein, auf keinen Fall. Na, wir müssen auch rauskriegen, was er eigentlich will. Ich sehe ihn nicht mehr. Er ist nicht mehr da. Sie haben gestern Abend versucht, Ihre geschiedene Frau zu treffen, da wo sie arbeitet. Ja, das stimmt.
Was arbeiten Sie doch? Sie ist Leiterin eines Labors. In dem Sie was machen? Ja, ich habe keine Ahnung. Das ist ein Werk, das Kosmetika herstellt, Parfum-Essenzen. Kosmetika? Sagten Sie Kosmetika? Wissen Sie, woran wir gearbeitet haben, meine Frau und ich? Am Einsatz von genetisch manipulierten Mikroorganismen in Produktionsprozessen. Meine Frau leistet auf diesem Gebiet Hervorragendes. In der gentechnologischen Herstellung von Insulin beispielsweise. Aber unsere Vorstellung ging noch sehr viel weiter. Und überall erwartete man von uns beiden, von mir und von meiner Frau. Und nun arbeitet sie an Kosmetika. Aber vielleicht stinkt es in dieser Welt wirklich zu sehr. Herr Doktor, damit wir uns klar verstehen. Ihre Frau will Sie nicht mehr sehen, sie will nicht mit Ihnen sprechen, sie fühlt sich bedroht. Sagen Sie ihr, sie soll mit mir sprechen, dann wird sie ihre Angst verlieren. Verstehen Sie, mir liegt daran, mit ihr zu sprechen. Und ich werde mit ihr sprechen. Diese Angst vor mir ist lächerlich, absolut lächerlich. Wissen Sie was, Sie scheinen mir etwas vollkommen zu vergessen. Ihre ehemalige Frau ist wieder verheiratet. Sie hat einen Fehler gemacht. Diesen Mann nehme ich nicht zur Kenntnis. Ich weigere mich. Man kann nicht zusammenleben, zusammenarbeiten, wie wir es getan haben, und von heute auf morgen vergessen. Alles aufgeben? Nein, nein, Derek. Es gibt Beziehungen, die ein Leben überdauern, ob wir es wollen oder nicht. Bitte lassen Sie mich jetzt gehen. Guten Tag, Doktor. Es geht um Dr. Kroll, der bei Ihnen wohnt. Wie lange noch? Solange er will, von mir aus. Setzen Sie sich doch. Wissen Sie, ich habe ihm mein Arbeitszimmer zur Verfügung gestellt. Und Dr. Kroll ist wieder voll dabei. Er telefoniert, korrespondiert. Und man hat es allgemein begrüßt, dass so ein Mann wieder da ist. Ein Genie, Herr Derek, nimmt wieder den Platz ein, der ihm gebührt, ihm und seiner Frau. Was ist? Seiner Frau? Wieso? Wieso seiner Frau? Sie wissen doch, dass seine Frau seine Mitarbeiterin war. Die beiden waren als Paar in der Forschung so unzertrennlich wie die Curies oder Otto Hahn, Lise Meitner. Ich meine, wenn auch auf einem anderen Gebiet der Forschung. Sie verstehen mich. Dann lassen Sie mich mal ganz klar fragen, damit Sie mich verstehen. Was will Dr. Kroll von seiner geschiedenen Frau? Ich nehme an, dass sie zur Besinnung kommt, wieder mit ihm zusammenarbeitet. Moment, Doktor. Der bringt sie nicht um. Ganz bestimmt nicht. Glauben Sie mir. Frau Dr. Kerwin, Besuch für Sie. Keine Angst, Anna. Bitte keine Angst. Und lauf nicht weg. Was willst du von mir? Nur mit dir reden. Ich will wirklich nur mit dir reden. Weiter nichts. Und nur ein paar Worte. Nicht lang. Nur ein paar Minuten. Schenk mir ein paar Minuten. Nicht eine? Nicht eine! Was habe ich gehört? Der war im Labor? So weit geht er schon. Was heißt denn, so weit geht er schon? Hat sie mit ihm gesprochen? Nein. Nur ein paar Worte. Sie ist sofort weggegangen, hat ihn einfach stehen lassen. Wann war das? Ach, wann war das? Kurz vor der Mittagspause. Gut.
Jetzt suche ich den Mann auf. Jetzt spreche ich mit ihm. Mein Name ist Kerwin. Erich Kerwin. Ich hätte gerne Herrn Dr. Kroll gesprochen. Herr Dr. Kroll ist nicht im Haus. Wann kommt er wieder? Oder wo kann ich ihn erreichen? Er ist nur ein bisschen spazieren gegangen. Und wo geht er für gewöhnlich spazieren? Erich Kerwin. Wieso bloß Erich Kerwin? Brutal mit einem Knüppel erschlagen. Jetzt haben wir also einen Toten. Der Tatort ist nur wenige Minuten entfernt von dem Haus, in dem Dr. Kroll Gast ist. Kriminalpolizei, ist Dr. Kraus im Haus? Dr. Kraus ist nicht da. Er ist in der Klinik. Soll ich Ihnen die Telefonnummer geben? Ist Dr. Kroll da? Ja, der ist da. Seit wann ist er da? Seit wann? Hat er heute irgendwann mal das Haus verlassen? Ja, heute Mittag. Seid ihr nicht mehr? Das kann ich nicht sagen. Ich war selbst unterwegs. Ich habe eingekauft. Wann haben Sie eingekauft? Sagen Sie mir die genaue Stunde. Wann sind Sie weggegangen, wann zurückgekommen? Warum soll ich das sagen? Was ist denn passiert? Wo ist Dr. Kroll? Der ist oben. Gut. Bleiben Sie hier. Ich habe noch mit Ihnen zu reden. Wollen Sie mir bitte sagen, wie Sie den heutigen Tag verbracht haben? Ich stand heute Morgen um 8 Uhr auf. Nach dem Frühstück versuchte ich zu arbeiten. Gegen Mittag habe ich meine Frau aufgesucht. Wollte mit ihr sprechen, aber sie wollte nicht. Was ich zwar sehr bedauert, zugleich aber auch verstanden habe. Die Begegnung hat mich sehr erschüttert. Mehr als ich gedacht hatte. Da öffnet sich plötzlich eine Tür. Und was wurde sichtbar? Was meine Frau mir bedeutet. Ich bin dann nach Hause gegangen, hielt es aber hier nicht aus. Meine Konzentration war dahin. Ich bin dann spazieren gegangen. Wo? Wo sind Sie spazieren gegangen? Liebe Zeit, darauf habe ich nicht geachtet, durch Straßen, über Plätze, ohne Ziel. Waren Sie in der Anlage hier in der Nähe? Kaum 5 Minuten von hier. Ich sage Ihnen doch, ich kenne mich hier nicht aus. Warum fragen Sie? Dr. Kroll, ich nehme Sie fest. Sie stehen im dringenden Verdacht, Erich Kerwin erschlagen zu haben. Na und? So reden Sie auch weiter. Hat er ein Geständnis abgelegt? Hat er irgendwas gesagt, was Ihren Verdacht auch nur am Entferntesten bestätigen könnte? Kann sich ja nur um einen albernen Verdacht handeln. Ne? Der Mann hat was anderes im Kopf, als Leute umzubringen. Müssen wir endlich begriffen haben. Wo ist er? Kann ich ihn sehen? Haben Sie ihn eingesperrt? In eine Zelle gesteckt? Hören Sie zu, wir haben hier eine Aussage vorliegen. Erich Kerwin war sehr empört darüber, dass Dr. Kroll seine Schwägerin sogar im Labor aufgesucht hat. Dass er ihr einfach keine Ruhe gab. Und er sagte zu seiner Schwägerin und zu seinem Bruder, so, jetzt kümmere ich mich um den Mann. Jetzt rede ich mit ihm. Haben Sie begriffen? Kerwin hat Dr. Kroll aufgesucht. Kerwin Kroll. Hat er. Ist das bewiesen? Fehlt doch jeder Beweis. Was hat Dr. Kroll in seinem Verhör ausgesagt? Auf Verhöre verstehen Sie sich doch sehr gut. War irgendwas dabei, das Ihren Verdacht bestätigt? Sie müssen ihn laufen lassen. Sie müssen. Kein Richter wird Ihnen einen Haftbefehl ausstellen. Keiner. Darf ich ihn jetzt sehen? Was? Den Haftbefehl? Dr. Kroll. Kommen Sie.
Es tut mir sehr leid, Dr. Kroll. Ich sehe Sie ungern in einer solchen Umgebung. Ich schwöre Ihnen, Sie werden nicht lange hierbleiben. Ich habe energisch protestiert gegen diesen unsinnigen Verdacht, dem Sie ausgesetzt sind. Sie kehren zurück an Ihren Schreibtisch. Sehr bald. Ich danke Ihnen, Dr. Kraus. Für mich ist es erschreckend, diesen Mann so zu sehen. Ihn in seiner Würde beraubt zu sehen. Denn das hier ist nun wirklich nicht sein Platz. Ich werde ihm mit meinem Anwalt Beine machen. Er hat recht, Stefan. Wir können ihm nichts nachweisen. Auch nicht das Geringste. Ich weiß es, Harry, ich weiß es. Ist das eine Hybris, ist denn dieses elitäre Getue da? Wir halten uns für beschränkt, vielleicht ist es ganz gut so. Ich möchte noch mal mit Frau Schledorf sprechen. Ja, was soll sie denn noch aussagen? Wir haben doch hier ihre Aussage. Sie war zwischen 2:30 und 4 unterwegs, um einzukaufen. Und sie kam, wie sie sagt, auf Zehenspitzen, um Kroll nicht zu stören. Also keine Aussage. Und wie vertrauenswürdig ist sie? Harry. Also gut. Sie ist noch da. Dann hol sie rein. Schon alles gesagt? Was denn noch? Es geht um diesen Mann, kennen Sie ihn? Haben Sie ihn schon mal gesehen? Nein. Den Mann kenne ich nicht. Nein. Nein. Antworten Sie nicht so schnell. Sehen Sie genau hin? Das tue ich ja. Nein. Dieser Mann ist mir völlig unbekannt. Harry. Ich glaube nicht. Frag sie. Immer wieder. Weißt du? Frag sie, bis sie dir eine plausible Antwort gibt. Ja? Und Sie haben einen Tee, Doktor? Dankeschön. Sie fühlen sich sehr sicher, nicht? Ja. Was macht Sie so sicher? Der Glaube daran, dass Sie letzten Endes keinen Fehler machen werden. Sie sind ein zu guter Polizist. Und Sie glauben, das hilft Ihnen? So sehr, dass ich ganz ruhig bin. Sagen Sie mir nur eins. Meine Frau weiß, was passiert ist. Ja, sie weiß es. Kann mir Ihr Entsetzen vorstellen. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Wenn Sie davon überzeugt sind, dass ich mit dem Mord nichts zu tun habe, werden Sie das sagen, so dass auch Sie davon überzeugt sein wird? Es liegt mir daran, vielmehr, ich bin darauf angewiesen. Ich habe sie nach Hause geschickt, Stefan. Eine weinende Frau. Allein die Tatsache, in einem Polizeibüro zu sein, bringt die um den Verstand.
Ich bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Aber das war doch selbstverständlich. Wollen Sie gleich telefonieren? Kerwin? Anna, leg nicht auf. Ich bitte dich, leg nicht auf. Hör mich an. Anna. Man hat mich nach Hause geschickt, weil ich nichts damit zu tun habe. Das ist bewiesen. Anna, hörst du mich? Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Warum ruft er an? Nur um mir zu sagen, dass man ihn hat laufen lassen? Andererseits, Anna, wenn die Polizei ihn laufen lässt, ich meine, vielleicht hat er wirklich nichts damit zu tun. Man hat ihn laufen lassen, weil man ihm nichts nachweisen konnte. Karl? Er will etwas ganz Bestimmtes von mir. Aber was? Aber was? Ich habe einen besonderen Wunsch, Derek. Ich habe versucht, mit meiner Frau zu sprechen. Das weiß ich. Hat sie es Ihnen gleich mitgeteilt? Ich möchte Sie etwas fragen. Wollen Sie mir helfen? Ich bitte Sie um Ihre Hilfe. Ich muss mit meiner Frau sprechen. Mein Vorschlag? Gehen Sie mit, seien Sie dabei. Sie braucht dann keine Angst zu haben. Was halten Sie davon? Warum wollen Sie so unbedingt Ihre Frau sprechen? Ist das eine fixe Idee, Doktor? Ich will unser Verhältnis in Ordnung bringen, weiter nichts. Herr Derek. Doktor. Tut mir leid, dass Sie sich erwarten lassen. Zu viel Arbeit, zu wenig geschultes Personal. Weswegen sind Sie hier? Ja, es geht wieder mal um Dr. Kroll. Er will seine Frau sehen, er will sie sprechen. Und das unbedingt. Dazu habe ich ihm geraten. Ah. Werden Sie dabei sein? Ich habe Ihnen das vorgeschlagen. So sind alle Bedenken ausgeschaltet und die Sache kann nun endlich vonstatten gehen. Nur der Ehemann, der sollte nicht dabei sein. Ich glaube, er könnte einem Gespräch dieser Art wohl kaum folgen. Sagen Sie, hat Ihnen Herr Dr. Kroll schon gesagt, wie wir uns das denken? Nein, das hat er nicht, ne? Das Gespräch könnte in der Wohnung seiner Frau stattfinden, sagen wir so gegen 18 Uhr, 18.30 Uhr. Der Buchhändler müsste so lange in seinem Geschäft bleiben, bis er dann telefonisch vom Ende des Gesprächs benachrichtigt wird. Was halten Sie davon? Ja, eine ganze Menge. Nur was verspricht sich Dr. Kroll von der Begegnung mit seiner Frau? Herr Derek, Sie haben nun nicht begriffen, um was für Menschen es sich da handelt. Wir haben doch oft genug darüber gesprochen, ne? Sie sind nicht mit gewöhnlichen Maßstäben zu messen. Er nicht und auch Sie nicht. Ja. Es sind Menschen, die nicht hineinpassen in diese Welt, die so vor sich hin trottet, nichts erreicht, nichts bewirkt. Was seine Frau trotz ihrer glänzenden Anlagen nicht begreifen kann oder begreifen will. Sie hat in so einer Welt absolut nichts verloren. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie im Hause sind. Was kann ich für Sie tun? Herr Professor, was ist los mit Dr. Kraus? Dr. Kraus? Das ist mein bester Arzt. Warum fragen Sie? Ihr bester Arzt, sagen Sie? Ja, er bringt für diesen Beruf alle Anlagen mit, die hier gebraucht werden. Was für Anlagen sind das? Na ja, so. Neben gründlicher Fachkenntnis, vor allem Sensibilität und auch ein gewisser
philosophischer Hintergrund muss dabei sein. Die Behandlung von geistig Kranken erfordert einen eigenen, festen Standort. Ja, ich verstehe. Herr Professor, kommt es vor, dass ein Patient auf seinen Arzt einwirkt? Also, Moment mal, ich will sagen, dass er seine Vorstellungen, seine eigenen Vorstellungen, auf den Arzt überträgt. Übertragungen welcher Art? Könnte Dr. Kroll seine, nun sagen wir, seine Meinung, seine Ansichten, seine Absichten, seine Handlungen auf Dr. Kraus übertragen haben? Aber nein. Wissen Sie, Dr. Kroll übte selbst in seiner eindeutigen geistigen Erkrankung immer noch eine große Faszination aus. Das will ich gar nicht leugnen. Aber worauf wollen Sie hinaus? Nur eins, Herr Professor. Sind solche Übertragungen überhaupt möglich? Möglich schon, aber selten. In seltenen, sehr seltenen Fällen. Falls der Arzt selbst sehr labil ist. Wie labil ist Dr. Kraus? Sagen Sie mir bitte, welchen Sinn hat Ihre Frage? Ich halte es für möglich, dass Dr. Kraus einen Mord begangen hat. Sind Sie wahnsinnig? Ich möchte anders fragen. Ist Dr. Kraus wahnsinnig? Ah! Einen kleinen Moment bitte. Ich spreche gerade mit Herrn Dr. Kroll. Ich habe ihm gesagt, dass ein Gespräch mit seiner Frau möglich ist. Entschuldigen Sie, Professor, dreht sich um die Begegnung Dr. Kreuz mit seiner Frau. Kann ich ihm da schon was sagen? Ja, sagen Sie ihm am Nachmittag, am späten Nachmittag, so 18 Uhr, 18:30 Uhr, in der Wohnung seiner Frau. Das ist gut. Herr Dr. Kreuz, das Gespräch findet statt. 18:30 Uhr. Dr. Kraus. Moment. Bitte, dienstfrei ab 13:15 Uhr, also am Nachmittag dienstfrei. Von welchem Tag sprechen Sie? Von dem Tag, an dem der Mord verübt wurde. Wir sind immer davon ausgegangen, dass er in der Klinik gewesen sei. Wie wollen Sie vorgehen? Frau Schledorf, am Nachmittag hatte Dr. Kraus frei. Er war nicht in der Klinik. Er ist nach Hause gekommen. Nein, er war nicht zu Hause. Ich habe ihn nicht gesehen. Dr. Kraus war zu Hause, als Herr Kerwin kam und Dr. Kroll sprechen wollte. Wissen Sie, dass Sie sich mitschuldig machen, wenn sich herausstellt, dass Dr. Kraus der Mörder ist? Also, ich habe nicht geglaubt, dass wir das schaffen. Es war so. Dr. Kraus kam nach Hause und hörte, dass Kerwin da war und Kroll suchte. Kerwin suchte dann Kroll in der Anlage, wohin ihm Dr. Kraus nachging. Dort ist es dann zum Streit gekommen und Kraus war es, der Kerwin erschlug. Sag mal, was ist denn mit dem Mann los? Ich sehe da überhaupt keinen Grund, überhaupt keinen, Stefan. Natürlich reicht die Aussage aus, um Kraus festzunehmen, aber wir brauchen sein Geständnis. Kriegen wir nie. Du kannst keinen geistig Kranken verhören. Das Treffen mit meiner Frau? Ja, selbstverständlich. Ich freue mich darauf. Ich möchte nur, dass Sie allein kommen. Dr. Kraus zum Beispiel möchte ich nicht dabei haben. Er wird nicht dabei sein. Natürlich nicht. Warum sollte er? Sind Sie einverstanden, dass ich Sie abhole? Das wäre sehr freundlich von Ihnen. Frau Kerwin weiß Bescheid? Ja, alles mit ihr verabredet, mit ihr und mit ihrem Mann. Ihr Mann wird in der Buchhandlung bleiben. Die Buchhandlung wird um 18.30 Uhr geschlossen. Und er wird dort allein sein. Dr. Kroll hält diesen kleinen, spießigen,
bürgerlichen Schriftsteller nicht für den richtigen Mann für seine Frau. Und dieser Meinung könnte sich ja Dr. Kraus angeschlossen haben. Also, Harry, du wirst bei Kerwin sein, Professor Schenker wird dabei sein und dann nimm noch Berger mit. Und ja, pass auf sie auf. Aufgeregt, Doktor? Nein. Vielleicht ein wenig neugierig. Steigen Sie aus, Dr. Kroll. Wo ist es soweit? 18.30 Uhr vorbei. Na klar, das ist mir alles sehr unangenehm. Warum bin ich hier? Warum halten Sie mich hier fest? Reden Sie endlich. Wenn ich mit Ihnen rede, dann rede ich mit Ihnen über Dr. Kraus, über Ihren Arzt, über die Beziehung, die Sie zu ihm haben. Sie haben es geschafft, was? In 5 Jahren haben Sie es geschafft. Mhm. Dr. Kraus ist etwas wie, ach, ich glaube, das kann man ruhig sagen, wie Ihr Geschöpf geworden. Habe ich Sie unterschätzt? Ja. Aber bleib deine Nummer. Was ist denn, wenn Derek sich geirrt hat? Herr Professor, wollen Sie sich vielleicht im Nebenzimmer hinsetzen? Willi, gehst du mit? Ja, bitte. Ich schaue mich da mal im Laden um und in den Kellerräumen, ne? Es ist nichts, bleiben Sie ruhig. Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Darf ich mit Ihnen reden? Ja. Ich bin Dr. Kraus. Kerwin. Sie haben meinen Namen schon gehört? Ja, ich habe ihn gehört. Ihr Büro. Hier arbeiten Sie also. Ist das Arbeit? Der Umgang mit Lieferzetteln? Was wollen Sie von mir? Nie mit Ihnen reden. Das hätte ja gar keinen Sinn. Dr. Kraus! Waffe weg! Was?
Was ist? Dr. Kraus. Ja? Moment. Wiederhole es. Du hast recht gehabt. Dr. Kraus ist gekommen, um Kerwin zu erschießen. Wir haben ihn festgenommen. Kerwin selbst, wie geht's ihm? Ist unverletzt. Danke, Harry. Interessante Vorgänge, Derrick, nicht wahr? Der Arzt, der zum Patienten wird. Der Normale, ein Wahnsinniger. Was für Umkehrungen, nicht wahr? Und das ist das Interessante. Dass dies möglich ist. Psychoanalyse ist die Geisteskrankheit, für deren Therapie sie sich hält, sagt Karl Kraus.